Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Was ein useliges Wetter. Es ist kalt, es ist feucht, es ist nass. Gestern kam den ganzen Tag die Sonne nicht raus. Der Nebel hat nur in den Straßen gehangen. Ja, jetzt am Wochenende bin ich draußen hier im Wald. Ein ganz eigener Wald. Es gibt ein paar große Bäume, hier solche Ansammlungen von Buchen, ein paar dicke Eichen, aber dazwischen sehr viel junger, dichter Wald. Hier ist wohl auch die Wildaktivität richtig groß. Ja, ich bin aber nicht alleine hier, sondern ich bin da mit dem Daniel und noch einem zweiten Teilnehmer, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Die beiden stelle ich euch gleich nochmal vor. Daniel ist der Besitzer dieses Waldes, dieses Camps, denn Daniel hat auch eine kleine Wildnisschule, Plan B Erlebnisse. Ja, wir lernen uns einfach mal kennen, wollen das eigentlich schon seit 2 Jahren machen, haben es nie auf die Schippe gekommen, jetzt sind wir da, ich baue jetzt mal mein Lager auf, dann gibt es was Schönes am Lagerfeuer, wir kochen eine schöne Sache zusammen, wir werden uns über Gear und den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Bushcraft-Szene unterhalten. Wenn ihr Bock drauf habt, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Zurück am Camp. Der Daniel macht hier schon Feuervorbereitung. Hier ist der Aschkan. Hi. Der hat gerade schon ein bisschen mein Lager inspiziert. Der hat seine Hündin mit dabei. Genau. Ja, wie heißt die nochmal? Leica. Die Leica. Da ist der Daniel jetzt auch von vorne. Der hat auch seinen Hund mit dabei. Hier ist der Bubi. Ja, Bubi, Bruce. Bruce. Brutzelmann. Je nach Laune Und je nachdem, wie er sich schickt. Ja. Aber der schläft heute Nacht nicht hier, der wird später abgeholt. Jo. Gucken wir gleich mal noch, wie der Aschkan hinten pennt. Ich glaube, der hat ein Zelt aufgebaut, ne? Ja, genau. Und Daniel, wie pennst du? Hängematte. Best ever. Genau. Dann gibt es ab jetzt für euch ein paar schöne Aufnahmen vom Camp hier. Freunde, es ist schon dunkel geworden. Blaue Stunde. Der Daniel ist noch gerade unterwegs. Den Hund wegbringen. Der Aschkan ist auch noch kurz ans Auto noch was holen. Ja, jetzt wird es langsam Zeit, was zu kochen. Ich merke leider, dass ich die falsche Kamera mitgenommen habe. Deswegen werden die Bilder wahrscheinlich ein bisschen dunkler. Müssen wir mal schauen, wie es wird. Ja, zu essen gibt es heute eine leckere Hackfleisch-Käse-Lauchsuppe. Wird natürlich frisch hier auf dem Feuer gekocht. Für die Hackfleisch-Käse-Lauchsuppe geht es natürlich los mit Lauch. Oh, heute Abend wird gut. Okay, ich mach das. Wir machen das weiter. Zwiebel gehört natürlich auch rein. Ordentlich Zwiebel. Gibt alles Geschmack. Und Duft. Und Duft, ja. Und warm Schlafsack. Und etwas Kartoffel, damit es ordentlich satt macht. So, Daniel, was machst du hier? Es gibt nachher Brot. Brot. Fladenbrot. Fladenbrot. Hm.
Mit ein bisschen Gewürz drin, ja, gerade noch. Ein bisschen Geschmack darf schon mit rein. Jawohl. Und ein bisschen Brühe rein, ein bisschen Salz, ein bisschen Öl. Das klingt wunderbar. Und hier ist schon das Frühstück für morgen früh. So, Schnibbelarbeit ist erledigt, dann geht's jetzt mit dem Topf ans Feuer. Wie macht man feines Salz, Daniel? So, mit einem dicken Messer. Wenn man keinen Mörser hat, baut man sich halt einen Flachmörser. Ja, geil. Ja, vielen Dank fürs Kochen, das gekochte mitbringen. Sehr gerne. Eieiei. Schönes Bannock. Eigentlich auch mal eine gute Idee, das immer klein zu machen. Ich mache es sonst immer zu groß. Mal schöne kleine Brote. Sehr lecker. Sackfeuer. Aber das Zeug, das kannst du pur essen. Löffelweise. Ja, ihr Lieben, die Zeit schreitet voran. Dass wir die Hackfleischkäse-Lauchsuppe verputzt haben, ist schon eine ganze, ganze Weile her. Wir haben jetzt 11:30. Da hinten ist Lord Helmchen. Daniel probiert gerade aus, mit seiner Nightcore-Lampe und dem Topf eine Helmbeleuchtung zu bauen. Funktioniert wunderbar. Ich habe eine neue Stirnlampe gebaut. Guck, das letzte Einhorn. Sehr geil. Ja, der Aschkan ist schon vor anderthalb Stunden schon ins Bett. Der war sehr, sehr müde. Hat man auch nichts mehr gehört. Das heißt, er und die Leica liegen jetzt schon im Hayabugu-Land. Ja, dahin werde ich mich jetzt gleich auch mal verziehen. War ein sehr schöner Abend, haben viel gelabert, geplaudert. Es wird wirklich Zeit fürs Bett. Ja, ich melde mich gleich nochmal aus der Hängematte. Bevor es ins Bett geht, heißt es natürlich noch Zähne putzen. Im letzten MAE hatte ich ja so ein Päckchen drin. The world's smallest toothbrush. Die Zunge geht auch nicht mehr so ganz rund. Die probieren wir jetzt mal aus. Das hier ist also die kleinste Zahnbürste der Welt. Und mit dem Zeug, das rollt man jetzt im Mund herum. Rollen, nicht kauen. Also schmeckt auf jeden Fall scharf nach Pfefferminz. Nicht unerschlucken. Nicht unerschlucken, ja. Das tut beim Kacken wollen so ein Schweh. So borstig? So borstig oder? Bisschen schon. Also ich krieg jetzt ja nur die Zahnflächen damit, aber nicht vorne und hinten, oder? Ja, du musst nur. Und wenn du mit deiner Zungenspitze an die Nasenspitze kommst, dann kriegst du auch vorne. Weil dann kannst du. Muss also schon ein bisschen Zunge machen. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube sagen darf. Was denn? Freut sich die Frau zu Hause. Na, freut euch, ja.
Mein Schatz, das habe ich mal gelernt. Dass man saubere Zähne hat, darüber freut er sich. Was habt ihr denn jetzt gedacht? Meine Fresse. Ich hab geübt, wie das fahren wird. Minzig ist es auf jeden Fall. Ob meine Zähne jetzt wirklich sauber sind, bezweifle ich. Bis gleich, eine Hängematte. Gute Nacht. Was für ein Blödsinn. So, und wieder eine Stunde später, völlig verquatscht am Lagerfeuer, geht's jetzt endlich ins Bett. Ab in die Hängematte. Jawohl. Einen schönen guten Morgen zusammen. Ja, es ist schon hell, es ist schon nach 9. Da hinten spitzt jetzt gerade die Sonne hindurch. Ja, hinter den Dings. Dachten, es ist neblig, aber nein. Wir haben strahlend blauen Himmel. Wunderbar hier. Feuer brennt schon wieder. Ich habe heute Morgen mal ein paar Back- und Knack- und Backbrötchen. Kaffee ist schon fertig. Und ich glaube, Eier haben wir auch noch da, ne? Ja, die Nacht war kühl. Ging, glaube ich, Richtung Null schon knapp, ne? Ich habe nicht aufs Thermometer gefühlt. Ich muss gleich mal gucken. Also, ja, Gefühl. Ich hatte jedenfalls ein bisschen frisch von unten. Aber von oben was warm. 4,5. Ja, jetzt 4,5 wieder. Ja. Haben wir auch hier eine gute Zeit. Genießen die Natur. Heute Nacht waren Wildschweine direkt neben mir. Mindestens mal 2, 3. Aber vielleicht du warst auch ich hab geschnarcht oder so. Nee, du warst ja so ungefähr 10 Meter weg von mir. Aber du hast nichts mitbekommen, ne? Du hast gepennt. Nee, ich habe gepennt. Und du hast auch nichts von. Bei dir war nichts? Mhm. Vielleicht ein Fuchs oder so. Irgendwas hat geraschelt, ist dann schnell weggerannt. Die Leica hat nichts mit angeschlagen? Nee, die hat geschlafen. Tief und fest. Ach. Jo. Frühstück. So, während der Daniel hier gerade so schön die Eier brät und unser Frühstück zubereitet, Brötchen sind auch langsam fertig, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was machst du, wieso sind wir hier? Wer bin ich, warum sind wir hier? Ja, gute Frage. Ja, ich bin der Daniel, bin Natur- und Wildnispädagoge und mache allen möglichen Kram draußen, Wildnis-, Survival-Kurse, Kräuterwanderung. Nächstes Jahr starte ich noch mit einem coolen Kurs zum Thema Naturhandwerk, wilde Küche draußen, man sieht. Ne? Ja, und bin halt echt gerne draußen und möchte andere dazu inspirieren, auch mehr draußen zu sein, die Natur kennenzulernen, schätzen zu lernen und ja, mit dem Ziel, dass wir in Zukunft hoffentlich einfach ein bisschen pfleglicher damit umgehen. Das bin ich und das mache ich. Jetzt, die Kurse für dieses Jahr sind jetzt durch, ne? Ja, Kurse für dieses Jahr sind durch. Also wann geht es dann nächstes Jahr los so? Nächstes Jahr geht es los ab März. Ab März? Ja, meistens. Das ist so, von März bis Oktober ist meistens die Zeit, wo man die Leute großteils dazu bewegen kann, rauszugehen vor die Tür. Also zumindest die es noch nicht so gewohnt sind. Ich meine, wir zwei sind so auch gewohnt, draußen mal, wenn es kälter ist, draußen zu pennen. Wenn man das kennt, dann ist das kein Problem. Aber wenn das so ein Neuverein ist und die Kurse richten sich ja zum Großteil eher an die Leute, für die das neu ist, dann haben die da keinen Bock, bei minus 5 Grad draußen irgendwie im nasskalten Wetter im Wald zu pennen. Da ist die Komfortzone noch nicht so weit. Komfortzone erweitern, das ist sowas, das biete ich an. Das darf jeder dann tun, soweit er das möchte. Das Ganze trägt den Namen Plan B Erlebnis. Plan B Erlebnis, Wildniserleben, genau. Genau. Also wenn ihr jetzt noch einen... vielleicht gibt es auch Geschenkgutscheine bei dir zu kaufen. Ja, klar, ja. Also, Weihnachten steht vor der Tür, ne? Wenn ihr Bock drauf habt, sowas zu verschenken, lohnt sich das jetzt auch mal bei ihm vorbeizuschauen, ihn zu kontaktieren. Ja, Website ist natürlich verlinkt. Und dann, insbesondere, also wir sind hier im Saarland.
Für die, die hier aus der Region sind, ist das vielleicht auch interessant. Ja. Support your locals, immer sehr gerne. Ja. Und aber es sind auch die eingeladen, herzlich, die von ein bisschen weiter wegkommen. Genau. Also es sind ganze Wochenendkurse, da lohnt sich das auch, vielleicht mal von ein bisschen weiter anzureisen. Und wenn ihr da Fragen habt oder auch irgendwie Unterstützung braucht mit Anreise oder sowas, dann ja, schreibt mir einfach. Cool. Bescheid. Ja, dann danke dir. Gerne. So, hat genau gereicht. Die Eier sind fertig. Super. Frühstück. Ja, das ist eigentlich kein großer Akt sowas. Da ist noch Salz, ne? Und Pfeffer. Sehr lecker. Also. Vielen Dank. Ganz einfach mal einmal Pfeffer drüber und das heißt mir. Ein bisschen Prise, danke. Danke. Ja, ist schon. Manchmal kann es so einfach sein. Einfach einen kleinen hier Egg McMuffin. Bushcraft-Style. Guten. Guten. Kaffee ist auch noch da, wer noch. Wunderbar, habt ihr mich. Hier haben wir das Setup vom Daniel, dort der hat die Nacht geschlafen. Also Tafelfestigung gibt es mal eine 3-, aber das war dunkel. Es war dunkel, ja. Zu spät aufgebaut. Ja. Survival-Trainer, der kommt auch damit klar. Ja, ich habe ja kein Problem. Das sollte ja nur Lauf und Wasser zum Zähneputzen heute genau. Morgen sammeln. Aufgabe erfüllt. Ja, der Daniel ist jemand, der eine Hängematte eher, sag mal, nicht so schläft wie ich. Sondern nein. Der schläft eher tatsächlich in einer gespannten Hängematte, kommt mit dieser Variante klar. Ich würde es nicht klarkommen, aber er kommt klar und das ist die Hauptsache. Wenn er da drin klarkommt, passt das. Ja. Und warm hat er auch gehabt, im Gegensatz zu mir heute Nacht. Ja. Wir haben gerade diskutiert. Ich habe ja oben am Hang aufgebaut und vermutlich, also heute Nacht ist es tatsächlich nur bis auf 4 Grad runtergegangen und die Vermutung ist einfach, dass der Wind oder der kalte Luftfluss am Hang runtergeflossen ist, ja, und da so ein bisschen für zusätzliche Kälte gesorgt hat. Ja, weil es doch ziemlich offen bei dir da oben. Ja, genau, weil ich eben relativ hoch abgespannt hatte, war kein Buschhorn dran, genau. Das trägt dann halt alles dazu bei, also auch das müsst ihr beachten, wenn ihr mit der Hängematte unterwegs seid. Ja, so langsam neigt sich jetzt auch das Treffen hier dem Ende entgegen. Ich werde jetzt mal noch in aller Gemütlichkeit hier mein Lager abbauen. Dann werden wir sicherlich unten noch mal ein bisschen sitzen, ein bisschen schnacken. Ja, aber heute ist echt ein wunderbarer Tag. Die letzten 3 Tage war es wirklich neblig, nass, kalt, ekelhaft, aber jetzt ist wieder wunderschön die Sonne hier. Ach, herrlich. Geht raus. Ihr habt es gesehen, die anderen sind auch noch am Abbauen. Schaut auf jeden Fall mal beim Aschkan auf Instagram vorbei. Apex Survivor. Schöner Kanal, richtig geile Bilder hat er da. Macht auch Produktfotografie und so weiter für diverse Firmen. Ein paar schöne Bilder entstanden. Und ich glaube, er hat gestern auch noch so das ein oder andere geile Bild hier am Lagerfeuer im Camp gemacht. Das er mir dann hoffentlich schicken wird. Und ja, wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr bei mir auf Instagram reinschauen.
Genau, ja, jetzt geht mal den ganzen, die Burrig, wie man hier bei uns im Saarland sagt, aufräumen, aufreimen, jawohl. Aber vorher gibt es noch ein paar Schmusseinheiten für die Leica. Na, komm mal her, komm mal her. Jawohl, ja. Ein ganz feines, ja. Ah, die ist schön durchgeschmust worden heute, das Wochenende. Einmal schön gekraut worden von jedem. Oh, ne? Lecker, gib Pfötchen. Gib Pfötchen. Ja, brave. Feine. Ah. Ja, das gibt nochmal eine extra Kraulerei. An meine Katzen nicht neidisch sein. Ich kraule heute Abend. Heute Nachmittag. So, jetzt muss ich aufräumen, Leica. Tut mir leid. Aber das Herrchen kommt ja gerade. Ja, das war's. Danke, Daniel, dass wir hier sein durften. Gerne, gerne, jederzeit wieder. Ach, stimmt. Schön, danke dir. Gewesen, dich kennengelernt zu haben. Auf jeden Fall, hat mich gefreut. Daniel, vielen Dank. War mir wieder ein Fest. Ja, bis zum nächsten Mal. Und die Leica war auch eine ganz feine. Ja. Die hat auch gut mitgemacht. Schön leise im Bild. Alles klar. Also dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, Abo, Daumen nach oben. Ihr kennt den ganzen Spaß. Ciao.